Beziehungsweise, wo ist hier erstmal der Stempel? Ich glaube, ich sehe ihn. Da so eine Idee, ne? Stamp discovered. Proposal. Imprint the stamp upon the card. Ja, geht klar. Perfekt. Fähigkeitshalber erhalten. Hätten wir die Kiste auch. Jetzt müssen wir. Ah, ich hab meine Schleie. Ja. Nimm dann eh nochmal zurück. So, ich will ja nicht mehr zeigen, wie man runterfällt. Also machen wir das jetzt voll easy hier. Überhaupt kein Problem. Also nicht für unseren Kasper, der hinter uns herkommt, ne? Der kriegt das nicht auf die Reihe. Das ist schon echt retarded, ne? Haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Ich hoffe, der Panzer ist nicht wieder da. Wir wollen. Gut, eigentlich. Ja, das sind ein paar schöne XP schon, wenn wir den ja fertig machen. Der war ja auch Goliath-Klasse, glaube ich, wenn ich das richtig realisiert habe. So, ist das hier? Stamp discovered. Ja. Imprint the stamp upon the card. Oh, wir können wieder Achterbahn fahren. Juhu! Und los geht's. Ja, komm Kollege, wir fahren Achterbahn. Geht die Karte weg, dann kann ich ein paar schöne Screenshots machen. Ja, sie geht weg. Ja, aber die Gegner kommen auch wieder. Nicht, dass wir uns nochmal mit denen rumärgern müssen. Aua! Hallo! Ich wollte ein paar Screenshots machen. Ja, von hier wollte ich das, aber jetzt ist das ganze Gelümpel im Bild. Nervt mich schon ein bisschen. Ach, jetzt kommen wir hier wieder an. Okay. Da liegt übrigens Zeug, was wir nicht einsammeln können. Aber hier ist eh keine Stempelkarte mehr. Wir müssen wieder zurück und den Hauptweg laufen. Ich würde gerne noch mal gegen den Panzer kämpfen, ehrlich gesagt. Hey! Ah, wieder eine, die wir nicht öffnen können. Da gibt es mindestens 3 Stück jetzt schon in dem Park. Die wir zwar gefunden haben, aber ja, das war's auch schon. Anfangen können wir damit noch nicht. Wie praktisch, dass ihr Wagen steht, ne? Was ein Zufall. Die Musik in dem Park ist so cool. Warum hört die eigentlich auf? Ach so, weil das Karussell eine andere Melodie hat. Ein runter. Runter. So. Hallo. Ja, da freust du dich, hä? Müssen die eigentlich alle nochmal fertig machen bei Gelegenheit. Schön zum Leveln. Man kann nur leider halt nicht sehen, was für Level die aktuell haben. Weil wenn die bloß Level 2 oder so sind, lohnt sich das ja auch. Ah, die Tor ist jetzt offen. Die Tor, ja. Wir betonen die Tor. Oh mein Gott. Hupfert. Wer seid ihr denn? Vatermaschine? Maschinenkind? Und du bist? Muttermaschine, ui! Nicht angreifen, reden. Vatermaschine. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam? Gemeinsam. Maschinenkind? Ach! Was? Ach, welch ein Spaß! Ach, welch ein Spaß! Und was willst du? Muttermaschine? Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe.
Ja. Nein. So. Upp. Kopfwärts. Wir suchen aber eine Stempelkarte. Das Foto vielleicht von hier? Nein. Wir brauchen noch die Stempelkarte. Hey, wer bist du denn? Was? Aufgedrehte Maschine. Juhu! Stempel, 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 Stempel! Ein Stempel kommt sofort. Oh ja, ich liebe Stempel und es kann losgehen. Wie kann man sich so freuen, dass man stempeln darf? Eisenerz erhalten, danke. So, jetzt weiß ich noch nicht, sind das hier zwei rote Markierungen oder eine große? Zwei. So, sehr schön. Hey, wer bist du denn? Lachende Maschine. Ah, die Welt ist komisch. Ein Stempel? Na klar, ich stempel alles, was gewünscht wird. Ah, ja. So, wie viel haben wir jetzt? Mal kurz in die Aufgaben schauen. Aktive Aufgaben. Stempelsammlung. 8 von 10, das ist bloß ein 2. Die müssten ja dann hier vorne irgendwo sein. Hier hinten war doch was, mit dem wir noch nichts anfangen konnten. Da gehe ich gleich mal gucken. Genau, wenn wir hier runtergefahren sind, da war was. Während ich das gucke, bin ich mal kurz stumm. Nase putzen, räuspern. Ihr wisst Bescheid. So, hätte ich bald vergessen, Ton wieder anzumachen. Ah, hier. Hui. Achso. Gut. Was? Automatische Heilung erhalten? Irgendwie hoch? Gegenstände? Dicke Gegenstände? Menschen Entwickler sind. So, ach, guck mal. Pod-Modell, leistungsstarkes Gerät, das im Gestaltprojekt verwendet wird. Hä? Warum haben wir jetzt eigentlich... What the fuck? Oh, krass. Krass, wie viele sind denn das? Was halten die aus, bitte?
Wir sollten vielleicht schon einen anvisieren. Uiuiui. Komm schon. Oh, krass, ey. Wie viele sind denn das? Machst denn du, Vogel? Oh, krass. Spring und weg. Uiuiuiui. Problem ist, die verteilen ohne ordentlich Schaden, ey. Die Idioten jetzt sich getroffen. Oh, wir müssen mal warten, wir so ein bisschen Leben regeneriert haben. Jetzt eben mal drüber weg. Yep, ohne da anzugreifen. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen Luft haben hier zum Leben regenerieren. Oh krass, wie viele denn noch, ey? Junge! Oh, krass, sind ja noch einige, ey. Hey, das ist einer alleine. Na, vielleicht wird er effektiver, wenn wir die wirklich mit dem Schwert bekämpfen. Und zack. Wow, die machen aber gut Damage, ey. Uiuiuiui, bisschen Abstand halten. Hey, kommst du her? Das ist aber mehr? So, vorbei die Platte halten. Und pot! Ei, Junge! Oh ja, da waren mindestens zwei, ja? Huch!
Oh, komm schon, ey, wie viele sind denn das? Müssen ja bald mal alle gewesen sein, ey. Am zweiter Pott. Aua. Krass. Nur noch welche? Und Pott nachladen. Jetzt so. Also, ach. Ich glaube, sind bloß noch drei. Ach, wurde getroffen. Und wieso kotzen die, ey? Meine Güte. Ich hoffe, das lohnt sich, was wir kriegen, ey. Da muss ich aber richtig lohnen hier bei diesem ewigen Gemetzel. Dann ist jetzt nicht sonderlich schwer oder so, aber. Weil die. Oh je je je. So, können wir mal benutzen. Und tschüss. Oh, hat er daneben. Oh, die Ding hat daneben geschossen. Oh. Was? Das war kein Spielen. Oh, was ist denn hier hinten? Hinten war da irgendwas. Was wir ja nicht die Kamera wieder bewegen. So ein Fernsehturm. Na gut. Ja, die Kamerasicht war doch beim ersten Mal hier anders, oder nicht? Na gut, aber wir haben unsere Stempelkarte. Die wollten wir, also hätten wir sowieso hergemusst. Maschinenbein erhalten. Lange übrigens zwei Sachen habe ich von uns gesehen und das andere ohne haben. Egal. Warte. Körper von Zirain. Ja, Zirain. Da hättest du dich mal anstrengen müssen. Na, 30 Gold. Herrlich. Ikero. Es tut mir leid. Physische Beeinflussung, physische VDD plus 7? Wieso haben wir ein Buch? Wo wir das her haben. Aber ist jetzt nicht stärker, ist halt einfach nur ein Buch, ne? Na gut, egal. So, uns fehlt aber noch einer jetzt, glaube ich. Bestimmt weiter rein. Hauptsache nicht zu der Eule. Obwohl, die müsste ja zerstört sein, war Goliath-Klasse. Die spawnen, soweit wie ich das mitgekriegt habe, nicht wieder. Oh, hallo.
bitte nicht. Spiel? Ach doch. Was? Das ist aber nicht Romeo und Julia. Julia 3, Romeo 1. Aber wenn das so weitergeht... Ah, ne. Romeo 3 und Julia 3. Und wer bleibt nie frisch? Das kann ja, war das Romeo oder Julia? Das war eine... Ja, das war eine andere Vorstellung von Romeo und Julia. Coole Vorstellung. Sehr coole Vorstellung, muss ich mal so sagen. Hat mir wirklich gefallen. Ach so, hier findet ja der Kampf statt. Wenn wir hier stehen bleiben, findet man glaube ich eine ganze Menge Körper. Oh mein Gott. Dodge! Ja, Bergen. Pope Benedict! Publikum! Am Anfang gab es also drei Romeos und drei Julias, aber jetzt keine mehr da. Moment, allmählich ergibt alles seinen Sinn. Nein. Bravo, wahrlich eine äußerst spektakuläre Aufführung. Nein, also schon, ja, ein bisschen. Ach Julia, Julia, schon der Gedanke an dich erwärmt mein Herz. Das ist also Literatur der alten Welt. Ich glaube, das Zeug von der Grausamkeit der Menschheit ein bisschen. Ich bin den ganzen Weg vom Dorf hergekommen, um dieses Stück zu sehen, von dem alle reden. Noch nichts hat mich je zuvor so dermaßen bewegt. Ich muss nach Hause und meinen Freunden davon erzählen. Ja, mach das mal. Hier haben wir noch einen. Dieses Stück ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, du hast es erfasst, Kollege. Haben wir mit dir schon geredet? Ach, Julia, Julia, schon der Gedanke an dich erwärmt mein Herz. Mit dir? Bravo, wahrlich eine äußerst spektakuläre Aufführung. So, und du gibst mir meine Stempelkarte. Gegenstände halten, Stempel. Return to the entrance and secure the promised deluxe prize. Deluxe, huh?
Ich hoffe, das sind nicht irgendwelcher Müll, ne? Ich meine, selbst unser Pott hat sich ja davon beeindrucken lassen, dass es einen Deluxe-Preis gibt. Ja, können wir da nicht aufmachen, ja, scheiße. Das ist doch kacke. Das ist nicht für uns viel dunkler, als wir hier waren? Ja. Jetzt ist es wieder aus wie vorher. Start schon. So, ich hätte gern meinen Deluxe-Preis. Hey, du hast alle Stempel. Klasse! Hat es dir gefallen? Oder doch nicht? Ist aber auch egal. Und das dürfte dir mittlerweile auch aufgefallen sein. Ob dir etwas gefällt oder nicht, das ist eine Sache des Herzens. Das hier ist nun ein... Das ist nur ein Spiegel, der einem sein wahres Ich zeigt. Hä? Na hier kommt er dann. Dein Deluxe-Preis. Du bist hier jederzeit willkommen. Aufgabenbelohnung. Große Erholung. Schnelle AKZ. Defekte Schaltkreis 5. Edle Ohrringe 1 haben wir noch gar keinen. Nicht, dass ich wüsste. 5000 Gold und 1150 Erfahrung. Ja. Ich glaube, der edle Ohrring und die defekten Dinger. Und das AKZ. Da müssen wir nachschauen. Das müsste ja bei Blackin' Chips müsste das ja sein. Und alle Chips. Noch ein AKZ oder war das der plus 3? Reduziert Abklingzeit des Pod-Programms um 10%. Naja, gut. Jetzt nicht so dolle, ne? Das benutze Heilgegenstände bei LP unter 30%, heilt 15% mehr. Gut, ist eigentlich auch nicht schlecht. Gerade für Bosskämpfe. Wenn man vielleicht gar keine... Ach, 0,6%, nicht 6 LP, sondern 0,6%. Was haben wir drin? Plus 1, 1,2%. Ah, okay. Also, unter 100 Sekunden für alles. So, aber wir machen uns jetzt erstmal wirklich auf dem Weg zur Story-Mission. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Bisschen Zeit habe ich auch noch. Also passt das. Aber ich muss gleich erstmal ganz winziges Bäuschen machen. Vereinsammeln tun wir das Zeug ja trotzdem. Danke. Ja, wir haben aus der Wüste das Zeug für John Paul nicht mitgebracht, ne? Scheiße. Irgendwann müssen wir doch gleich springen, oder? War das nicht so? Hallo? Fernabwehr plus. Na, Herr Professor? Wir haben derzeit in Höhe von 5500 Geld in mich investiert. Wären Sie eventuell bereit in die Erfindung? Ja, ein bisschen was können wir ja ein. Jubel, Freude, dass ich zu nah bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut.
ganz unter uns, wenn sie genug investieren, dann bekommen sie im Gegenzug gewisse Dividende. Also gut, was möchten Sie investieren? Komm, wir machen nochmal einen Fünfer rein. Sehr klug, sehr klug. Ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Wie? Unsere fruchtbare Zusammenarbeit sehe ich mit Freuden entgegen. 2 Tage später. Eureka, ich habe es geschafft. Sollen sich die Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen? Zurücksetzen? Chip und Meteorit. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Nein. Ach, bitte, bitte, bla 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 bla. Kann man alles schon zurücksetzen, Chip? Alle Chips? Was? Ist hier rot? So, okay, ja. Macht. Zurücksetzen. Die Feilung. Was weiß ich? Fundrate spotten. Wo war das jetzt? Habe ich übersehen? Fundrate, Bewegungstempo, Ausweich, Schnelle. Zurücksetzen, hier ist es doch. 5% Chance auf Wiederauferstehung mit 20% Lebenspunkten. Okay, das ist natürlich eigentlich ziemlich cool, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich mach mal ganz kurz die kleine Pause. Ich muss nicht mal pinkeln gehen, mir was Neues zu trinken holen. Und dann geht's auch in ein paar Sekunden weiter. Bis gleich.